Moin Leute, was geht bei euch? Willkommen in diesem Video. Und zwar gibt es einen M-Plus-Guide für den Balance-Duin. Doch bevor wir jetzt in den Guide springen, möchte ich nochmal kurz zwei Sachen loswerden. Zum einen gibt es auf diesem Kanal hier regelmäßig WoW-Videos, egal ob Let's Plays oder Guides, zu allen möglichen Themen. Wenn euch die Videos gefallen, lasst mir gerne ein Abo hier. Und an zweiter Stelle wollte ich noch erwähnen, dass ich ab nächsten Jahr wieder aktiv auf Twitch sein werde. Link ist auch unten in der Beschreibung. Lasst mir gerne ein Follow da, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und jetzt wollen wir in den Guide springen. So. Das mache ich mal lieber mit Ton. Also, kurz mal vorweg gesagt. Die Eule im Bereich M+ ist eine der stärksten DD-Klassen auf jeden Fall, vom Schaden her. Wir haben da noch einen Battle Rats mit an Bord. Und wir können im Notfall den Healer unterstützen. Ist auf jeden Fall nice to have für jede M-Plus-Gruppe, die unterwegs ist. Ich würde als erstes mal anfangen mit der Skillung. Das hier ist meine oder die M-Plus-Skillung, die man nutzen sollte. Also, in der ersten Reihe haben wir Gleichgewicht der Natur. Das ist wichtig, damit wir direkt bei Kampfbeginn schon 50 Astral Power haben. Da kommen wir am Ende dazu, wenn wir uns ein bisschen um die Spielweise unterhalten wollen. Hier kann man sich das aussuchen, ob man die wilde Attacke nimmt oder die Erneuerung oder auch den Tigerspurt. Ich finde die wilde Attacke am besten auch fürs Solo-Play, weil wenn man jetzt hier zum Beispiel in Torgas oder was auch, wo auch immer von vielen Mobs umgeben ist, kann man hier seinen Vortex hinlegen, zurückspringen. Die Mobs sind da vorne gefangen und ihr seid wieder auf sicheren Abstand. Deswegen finde ich den Spell eigentlich ganz geil. In der 30er Reihe habe ich die Wiederherstellungsaffinität. Erstens, wie schon erwähnt, um den Healer im Notfall zu unterstützen. Zweitens kriege ich dadurch auch Ursels Vortex. Bei 35 spielen viele mit Massenumschlingung, was manchmal ein ganz guter CC ist fürs M+ Dungeon. Ich spiele mit dem mächtigen Hieb, einfach dadurch, dass ich zwischendurch, ist zwar ein Melee, aber ich habe einen Stun zum Interrupten. Ne? Bei Level 40 spielt man Seele des Waldes, ist einfach das beste Talent für Multitarget. Single Target wäre jetzt Sternlord. Aber das, da wir im Dungeon nicht wechseln können, macht es einfach keinen Sinn, weil das Dungeon mehr aus Multitarget als wie aus Single Target besteht. Bei Level 45 haben wir die Stellarverschiebung. Das ist erstens, dass es unseren Regen von der Dauer um 2 Sekunden erhöht, den Schaden um 15% erhöht und als kleinen netten Nebeneffekt ermöglicht er uns auch noch unsere Zauber, wie Zorn oder Sternfeuer aus der Bewegung heraus zu casten. Was manchmal sehr praktisch ist, wenn da viele Voids oder sowas am Boden sind. Ne? In der letzten Reihe haben wir dann die Sonnenwende. Während der ersten 6 Sekunden jeder Finsternis stürzen Sternschnuppen 300% häufiger ab. Ja, was soll ich sagen, die anderen Talente halten da einfach nicht mit. So, dann gehen wir mal zur Wahl des Paktes über. Also, es streiten sich immer noch so ein bisschen die Geister. Meiner Meinung nach sind die Nightfee einfach die coolsten und die besten für Druiden. Darauf baue ich heute auch mal auf, wobei es ändert sich eigentlich nicht so viel. Bei einigen Guides steht, dass man als Nightfee Versality über Haste setzen soll. Habe ich jetzt nicht so rausgefunden. Also, nee, ich glaube, das können wir mal einfach ignorieren. So, also, ist egal, welchen Pakt ihr habt. Es ändert sich bei den Stats nichts. Kommen wir jetzt auch gleich mal zu den Stats. An erster Stelle Int, zweite Stelle Mastery, dritte Stelle Haste, vierte Stelle Vielseitigkeit. Das ist unser Ranking. Demnach sind natürlich unsere Verzauberungen auch auf den Ringen Mastery, auf der Armschiene Int, auf der Brust können wir 30 alle Werte machen und auf der Waffe die himmlische Führung. Das wäre es für die Verzauberung. Buffhut nehmen wir natürlich Mastery. Die Alchis können noch Schattenkernöl auf ihre Waffe nehmen. Oder, das kann jeder, kann man ja kaufen. Das ist nur vom Alchi hergestellt. Ja, das war es dann zu den Buffs.
Unser Legendary Item ist aktuell das beste Gleichgewicht aller Dinge, und zwar auf dem Platz der Schuhe. Man kann es auch auf die Hose machen, allerdings hat das den Hintergrund, es gibt im Raid und auch im M+ eine bessere Hose als wie Schuhe. Das heißt, man craftet sich die Schuhe, weil die Hose gibt es als Drop in besser. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Ja, dann kommen wir mal zur Spielweise. Also, sie ist nicht wirklich schwer, aber es ist auch nicht einfach zu erklären. Man muss das ein bisschen spielen und Routine kriegen und einfach fühlen. Ich habe schon ein Video über die Rotation gemacht, ist hier auch im Kanal, wenn ihr euch das mal angucken wollt, ist ein bisschen ausführlicher wahrscheinlich. Heute geht es ja nur um M+. Und Leute, was haben wir in M+ für Möglichkeiten? Wir haben einmal den Single-Target-Boss oder halt die Gruppe. Nehmen wir uns jetzt einfach mal diese Dreiergruppe hier, als wenn das ein Pull wäre. Wenn der Tank jetzt hier reinrennt, wollen wir natürlich als erstes in eine Finsternis kommen. Das heißt, wir würden mit dem Tank loslaufen, schon mal anfangen, einen Zorn zu casten, damit wir in die Mondfinsternis reinkommen. Natürlich wollen wir unsere Dots aktiv halten. Wenn wir in die Mondfinsternis können, halten wir nur unser Sonnenfeuer aktiv und casten Sternenfeuer. Wenn wir da gerade Cooldown drauf haben und nicht in die Mondfinsternis können, sondern nur in die Sonnenfinsternis und haben aber jetzt eine 3er, 4er, 5er Gruppe, dann casten wir nicht Zorn aufs Einzeltarget, dann halten wir unseren Sternregen aktiv und verteilen auf die ganzen Mobs Mondfeuer. Wir werden das jetzt einfach mal beides durchspielen. Ich fange jetzt mal an, mit in die Mondfinsternis zu gehen. Also, zweimal Zorn, dann kommen wir in die Dings, in Sternregen, Sonnenfeuer und dann casten wir Sternfeuer durch. Wir geben aber jetzt zwischendurch, wenn wir können, unsere astrale Macht für Sternensog aus. Das supportet nämlich oder verstärkt unser Sternenfeuer. Es macht aber nur Sinn, es am Anfang oder in der Mitte von der Finsternis zu nutzen. Weil am Ende ist es einfach rausgeschmissenes Geld. Und wir müssen nebenbei auch aufpassen, dass unser Sternregen aktiv bleibt. Das kostet immer ziemlich viel. Das kostet 50 astrale Macht. Also kommt man gar nicht so oft zum Sternensog-Casten. Ne? Was wir auf gar keinen Fall machen dürfen, ist über 100 zu cappen. Ich will jetzt wirklich mal einmal die beiden Finsternissen hin und her spielen. Also, ich fange jetzt mal an mit Pre-Cast. Der Tank rennt jetzt los. Jetzt stellen wir uns vor, der Tank ist dran. Wir verteilen unsere Dots, machen den Sternregen und casten jetzt Sternfeuer durch. Da ich jetzt noch am Anfang bin und 30 astrale Macht hatte, habe ich gerade mal einen Sternzug gecastet, um das zu verstärken. So, Sternregen läuft aus, nachcasten. Und weiter geht's mit Sternfeuer. Jetzt gehen wir nämlich gleich in die Sonnenfinsternis. Die bringt uns nicht viel, das mit dem Zorncasten, deswegen tappe ich mich jetzt hier durch und bringe einfach Mondfeuer auf die Ziele. Und passe nebenbei auf, dass mir nicht mein Sternfeuer ausläuft. So, am Rest caste ich jetzt wieder Zorn und komme in die nächste Finsternis. Passe natürlich auf meine Dots auf, ob die alle aktiv sind, ob Sternregen aktiv sind. Und dann geht es weiter mit Sternfeuercast. Im normalen Fall wäre jetzt diese Gruppe schon lange tot. Ne? Ist einfach so. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch einen Big Pull machen und da richtig reinbursten wollen, dann könnten wir natürlich auch openen, indem wir jetzt einfach schnell unseren Sternregen und Sonnenfeuer aktiv halten und dann mit Konvokation der Geister reingehen am Anfang. Zu dem Pakt, zu dieser Paktfähigkeit ist zu sagen, die nutzen wir so oft wie möglich, aber wir müssen aufpassen, dass wir die zu besonderen Situationen wie zum Beispiel Big Pulls oder beim Bosskampf mit Kampfrausch, da muss das einfach aktiv sein, damit wir die in der Phase, wo wir uns vielleicht auch einen Intelligenzport oder sowas reinziehen, nutzen können, um da das Bestmögliche rauszuholen. Ne? Es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir die jetzt hier bei einer Zweiergruppe nutzen würden, wenn die danach irgendwie eine Zehnergruppe oder sowas pullen. Aber das, wie gesagt, das findet man nachher auch so ein bisschen raus.
Und wir haben natürlich auch noch unsere himmlische Ausrüstung. Da gilt dasselbe. Es bringt nichts, den Cooldown die ganze Zeit frei zu halten, weil der ist da, um benutzt zu werden. Aber wir müssen aufpassen wirklich, dass wir den in den wichtigen Situationen ready haben. Weil diese himmlische Ausrichtung, die verlängert diese Finsternis nochmal und gibt noch 10% Tempo dazu. Das ist nämlich richtig geiler Scheiß. Und wenn wir da dann nämlich noch zwischendurch ein bisschen mit Sternensog das Sternfeuer oder den Zorn halt pushen, ist egal, ob wir das jetzt im Bosskampf oder in einer großen Gruppe nutzen, dann knallen wir damit richtig krasse Damage-Spitzen raus. Ich hoffe, ich habe jetzt die Rotation hier einigermaßen verständlich erklärt. Wie schon gesagt, sie ist nicht wirklich sehr schwer, aber man muss sie wirklich verinnerlichen. Man muss sie spielen, spielen, spielen. Und irgendwann geht das Ganze automatisch, was man castet. Ist einfach so, wie bei allen Sachen. Ja, ich denke mal, dann sind wir auch schon durch. Wenn ihr nochmal irgendwelche Fragen habt zu Best-In-Slot-Items oder Verzauberung oder Skillung oder sowas, dann kann ich euch nochmal ans Herz legen. Geht einfach auf die Seite von Raider.io, dann könnt ihr da ins Ranking gucken. Spec Leatherboard heißt es, glaube ich. Und dann wählt ihr euch den Druiden mit der Gleichgewichtsskillung aus und dann kommt da die Top-Liste. Dann guckt einfach bei den Top 10 in die Liste rein. Die spielen schon, was Stats und sowas angeht, am Maximum. Da könnt ihr euch sicher sein. Ihr müsst aber auch aufpassen. Manche Sachen, die auf Gearscore 220, spinne ich jetzt einfach mal, gut sind, sind nicht unbedingt auf Gearscore 170 gut. Aber da muss man so ein bisschen das Verhältnis sehen, ne? Man kann dann zum Beispiel Icy Wanes, das ist manchmal mit den Guides auch ganz gut, da kann man das dann so ein bisschen abgleichen und vielleicht für sich auch ausprobieren und dann das Beste nutzen. Aber zu aktuellen Stand, mit den Infos, die ihr jetzt von mir bekommen habt, sollte euren Karriere nichts mehr im Wege stehen. Ihr habt jetzt eigentlich alles, was ihr braucht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Eule. Schreibt mir gerne in die Kommentare euer Feedback oder was auch immer, wozu ihr Lust habt. Und ja, lasst mir gerne ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.